Hä? Isabel? Wo bist du? Oh nein, nicht schon wieder. Ich hoffe, ich erreiche sie noch. Seit einiger Zeit ist die Freundin von Mirko, Isabel, dem Schlafwandeln unterlegen. Und es kommt des Öfteren auch vor, dass sie mitten in der Nacht das Haus verlässt und an anderen Orten sich wiederfindet. Verdammt, sie geht nicht ran. Oh, wo könnte sie nur sein? Ich muss sie finden, bevor ihr irgendwas passiert. Verdammt, wo könnte sie nur sein? Moment, Isabel! 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 Ey, was machst du denn hier? Bist du wieder geschlafwandelt? Isabel unterliegt hier ganz klar dem Phänomen des Schlafwandelns. Das bedeutet, dass man im Schlaf wandelt. Schlafwandler, die dazu neigen, das Haus auch im Schlaf zu verlassen, sind in der Gefahrenstufe 5 schon eingetragen und sollten deswegen bestimmten Medikamenten unterliegen. Wo bin ich hier? Du bist im Park. Wie bin ich denn hier hingekommen? Du bist wieder geschlafwandelt, glaube ich. Komm, steh auf. Aber, steh auf. Aber wie hast du Guck mich doch gefunden? An. Ja, ich hab dich gesucht. Du bist nicht ans Handy gegangen. Isabel, geht's dir gut? Ja, ich weiß nicht, wie ich hier hingekommen bin. Wir gehen erstmal nach Hause. Und wie lange habe ich denn hier gelebt? Ja, wir gehen erstmal nach Hause und dann klären wir das. Ja? Ja, ich bin gleich da. Nee, der hat überhaupt nichts gecheckt. Der denkt, ich schlafwandle jetzt echt. Ja, ich bin dann jetzt gleich da. Ich klingel daneben. Mann, ich mache mir echt Sorgen um Isabel. Das ist jetzt schon das nächste Mal. Das ist schon das fünfte Mal, dass sie nachts weggelaufen ist. Ich mache mir echt Sorgen um sie. Im Park ist sie auch nicht. Ah, vielleicht weiß Ben, wo sie ist. Ich rufe ihn gleich mal an. Yo, Ben. Yo! Weißt du, wo Isabel ist? Was? Wer? Egal, ich komme gleich vorbei. Ich bin in deiner Nähe. Ich bin gleich da. Wie du kommst her? Ja, hier ist schon gut. Was ist denn hier los? Was machst du denn hier? Ist das euer Ernst? Was geht hier vor sich? Ich bitte um Erklärung. Hä? Meinst du? Hä? Wo kommt die denn her? Ist die hier hingeschlafwandelt? Was machst du denn hier? Und wo bin ich denn hier überhaupt? Und Ben? Nein, wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Komm sofort mit. Komm sofort mit. Wir gehen jetzt sofort nach Hause und klären das. Ja, hier hat sich Isabel ganz klar durch das Schlafwandeln, was sie als Vorwand genutzt hat, um in dieser Affäre mit Ben zu sein, hat sie sich ganz klar in eine Situation geraten, aus der sie so schnell nicht mehr rauskommt. Wie Mirko damit jetzt umgehen wird, das stellt sich heraus. Mann, ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Dieses Schlafwandeln, das ist so eine richtige, das wird richtig... Hey, du siehst traurig aus. Setz dich mal hier hin. Nee, ich hab grad kein... Setz dich hier hin! Ja. Du weißt schon, dass sie dich verarschen, ne? Nein, was verarschen? Meine Freundin, die schlafwandelt. Nein, die verarscht dich. Ich habe das gegoogelt. Das kann auch passieren, dass sie mal in andere Häuser reingehen. Nein, nein, nein. Wie meinst du? Meinst du, die verarschen mich wirklich? Wie kommst du da drauf? Also, ich weiß das. Ich vertraue denen doch. Das sind doch meine Freunde. Ich weiß das. Du weißt das. Ich weiß das einfach. Ich kann dir so nicht glauben. Nein. Ich kann dir nicht glauben. Ich werde es dir beweisen. Triff mich morgen hier um 13 Uhr und ich werde dir einen Beweis liefern. Irgendwo müssen die doch sein. Scheiße, ich muss näher ran. Noch näher, Mist. Ich habe gewertet, dass du jetzt mal 50 drauf.
Die ist ja schon widerlich, ja. Wenn man genau drüber nachdenkt. Und das war so der Moment, wo ich aufgehört habe. Ja, perfekt. Mann, ich will diese Geschichte echt wahrhaben, aber ich vertraue den beiden ja, aber letztendlich fühle ich mich trotzdem ein bisschen so, als ob ich nicht alles weiß. Mann, vielleicht ist es doch eine gute Idee, wenn ich den weisen Mann aufsuche. Ey, da bist du ja! Hey, Hier, ich habe Fotos gemacht. Ich will vorher noch sagen, ich glaube wirklich, dass es mit dem Schlafwandeln was auf sich hat und ich wollte... Was? So weißt du, was? Unwissend. Weißt du was ich nicht weiß? Ja, du bist so unwissend. Was? Hier, das wird dich aus den Socken hauen. Schau. Zappalot nochmal. Und hier. Das kann nicht wahr sein. Was? Das sind ja die beiden. Ja. Und die schlafen ja nicht. Ja. Siehst du? Du kannst niemandem vertrauen. Oh nein, ich muss los. Ich muss los. Ganz klar möchte Mirko hier seinen Glauben an seine Freundschaft nicht aufgeben. Ganz klar, dass dieses enge Band jetzt nicht dadurch zerstört werden möchte von ihm, dass er das Vertrauen zu seinem Freund verliert. Einmal lasse ich dich nicht davon kommen. Mann, jetzt reicht's mir wirklich, diese ganzen Lügen. Da sind sie ja. Da sind sie ja. Hey! Wow! Was macht ihr da? Was machst du denn? Was macht ihr da? Hä? Nein. Ich hab gesehen, ihr wart wach. Ich glaub euch gar nichts mehr. Ich hab Beweisfotos gesehen, wo ihr zusammen euch getroffen habt. Wie erklärt ihr mir denn das? Ben, sag doch was. Dann haben wir da geschlafen. Ben. Wie, was geschlafen? Ja, vielleicht... Ich kann das nicht. Du warst doch nicht ohne Grund bei ihm. Okay, wir müssen jetzt die Wahrheit sagen. Bist du dir sicher? Ich bin mir sicher. Okay. Das Ding ist halt, ich bin halt auch Schlafwandler. Und irgendwie wache ich immer neben ihr auf. Ja, und sie wacht immer neben mir auf. Und ich weiß nicht, wie sowas passiert. Und uns war das so peinlich. Und wir sind halt auch unter den anonymen Schlafwandlern. Ja, und deswegen wollten wir dir das nicht sagen, weil... Das ist halt schon peinlich. Ja, wir kriegen das so geregelt. Und das soll ich euch glauben. Ich habe eine Urkunde irgendwo. Für die anonymen Schlafwandler. Ja, wir kriegen da mal so Stempel, dass wir da waren. Die können wir zeigen. Ja. Und ich glaube, weil wir uns da kennengelernt haben, so passiert das einfach so. Keine Ahnung. Das ist so mystisch. Mann, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht und ich habe wirklich schon geglaubt, dass sie mich betrügt. Digga, nein. Nein, ich würde dich niemals betrügen. Ich glaube dir. Ich will doch gar nichts von Ben. Okay. Gut. Komm, wir gehen nach Hause. Wir finden da eine Lösung. Tschüss, wir finden eine Lösung, oder? Ja. Wir finden eine Lösung. Ja.